Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Griefer Games News, Leute. Wir fangen erstmal heute damit an, dass am Sonntag um 12 Uhr City Build 3 abgeschmiert ist. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Entweder wurde der Server durch irgendwelche Redstone-Konstruktionen überlastet, wodurch eigentlich aber auch wieder ein Plugin ist, oder es wurden einfach wieder viel zu viele Bots draufgeschickt, die per MSG schicken, wodurch auch eigentlich wieder ein Plugin ist. Das sieht man aber auch mal wieder, Leute. Griefer Games ist nicht perfekt. Griefer Games kann auch gedeos werden, so Leute. Dann noch eine andere News. Abgewissi hat in seinem Livestream 40k verteilt. Das war jetzt nur mal nebenbei. Und es gab einen Bug mit Wizzern. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie der funktioniert. Und zwar war der Wizzer unendlich da. Und der ist immer wieder... Du konntest den halt immer wieder töten. Und dann hast du immer einen Netherstern bekommen. Und der ist immer wieder respawned. Dadurch konnte man sich halt unendlich Beacons im Prinzip machen. So. Das nächste ist, Leute... City Build 10, wisst ihr alle, sind irgendwelche Fehler passiert, sehr große Fehler. Ich persönlich habe Angst, dass es jetzt auf auch anderen City Builds passiert, aber die werden auf City Build 10, auf diesem Server, irgendein Plugin drauf gespielt haben, was da für eine Scheiße gesorgt hat, Leute. Das ist einfach alles broke ist, auf gut Deutsch gesagt. Und dieser Server, angeblich sind es nur Wartungsarbeiten, Leute, aber sind wir mal ehrlich. Da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas ganz gewaltig. Angeblich dauern die Wartungsarbeiten jetzt nur noch 48 Stunden. Also ich denke mal, die dauern noch bis locker bis nächste Woche Montag. Also noch viel länger. Und ja, Leute, dann wurden auch noch am 1. April wurden als Scherz die TS-Ränge auf dem TS ganz komisch umbenannt. Und der TS ist auch am Montag um 17.30 Uhr mal wieder abgeschmiert. Das mit dem TS passiert in letzter Zeit echt häufig, Leute. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso das so ist. Aber auf jeden Fall ist es behindert. Ja. Ich finde das ja scheiße. Weil dann wird immer wieder der erste Channel verkauft. Wisst ihr, die Leute geben ja, wenn du den ersten Channel machst, geben die dir ja immer wieder Geld dafür, Leute. Finde ich irgendwie komplett behindert. Naja, auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.